bauen uns hier eine Burg. Hey. Was denn jetzt? Ich bin stecken geblieben. Ich habe ein neues Tarp am Start. Hier, neues Spielzeug. Schön Brockenharz. Rommel macht sich da drüben auch schon gemütlich. Hey Leute, ich bin's Fritz und ihr seht's schon, heute gibt's endlich mal ein richtiges Winterbivak. Niklas ist am Start, Bommel auf der anderen Seite und ihr seht's schon, Leute, Schnee en masse. Keine Ahnung, 1 Meter, 2 Meter, wir wissen's nicht. Ich wünsche euch viel Spaß, los geht's. Die Gaming-App Vikings War of Clans ist Sponsor dieses Videos. Das Spiel ist inspiriert von den bekannten Strategiespielen der 90er, wie zum Beispiel Siedler, Anno und Civilization. Wenn ihr diese Erinnerungen wiedererleben wollt, probiert die App unbedingt aus. Sie hat eine tolle Grafik und ich als Wikinger-Fan bin komplett in meinem Element. Mehr als 20 Millionen Online-Spieler verändern ständig die Entwicklung des Spiels, indem sie einen unendlichen Kampf um Ressourcen führen, Allianzen gründen und in Live-Events konkurrieren. Unterstütze meinen Kanal durch Herunterladen der App Vikings War of Clans. Die Gaming-App ist kostenlos und ich habe dir alle wichtigen Infos dazu nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Darüber bekommt ihr auch nochmal gleich einen Bonus und zwar 200 Gold und ein Schutzschild. Und ich habe natürlich gleich noch einen Clan gegründet mit dem Namen Fritz Meinecke Army. Danke für euren Support da draußen und jetzt geht's endlich los mit dem Abenteuer. Leute, mal eine kleine 360-Grad-Drehung. Ist das geil, ich habe noch nie so ein Bushcraft-Abenteuer im Tiefschnee erlebt. Also wir werden uns jetzt hier erstmal durch den Tiefschnee schlagen und auch schon mal nach einem kleinen Lagerplatz suchen. Es ist natürlich deutlich anstrengender, sich hier fortzubewegen im Tiefschnee. Selbst mit den Schneeschuhen sinkt man teilweise hier irgendwie 30 cm ein. Aber es ist natürlich eine Kulisse. Das ist der absolute Wahnsinn. Geil. Flasht einen komplett. Bommel hat sie verhackt. Mich frei. Ich hab mich frei! Ich wollte so einen halben Meter rückwärts, aber bin stecken geblieben. Warte, ich komme dir helfen. Du kommst ja nicht mehr alleine raus. Warte. Warte, du stehst auf meinem. Oh. Alter. Warte. Ich kann noch nicht mal in den Boden reingreifen. Ja, ich weiß, weil ich da runtergehe. Warte mal kurz. Ich muss erst mal stehen. Ja, das Thema Feuerholz besorgen, wir sollen generell Feuer machen, wird auf jeden Fall eine spannende Herausforderung. Aber ohne Feuer und Wärme wirst du hier draußen jämmerlich abkacken. Und ihr seid natürlich live mit dabei und guckt zu, wie Bommel sich auf die Fresse packt und wie wir vielleicht frieren, vielleicht auch nicht. Mal schauen. Hier sind vereinzelt immer wieder mal kleine Tierspuren. Vielleicht vom Eichhörnchen, vielleicht auch vom Reh, ich weiß es nicht. Das ist safe ein Sasquatch. Was ist denn Ding? Sasquatch. Kenn ich nicht. Kennst du keinen Sasquatch? Nee. Yeti. Yeti. Ein kleinen Rucksack eigentlich auf der Seite, so schneeig. Schneetarnung. Bommel hat schon Schneetarnung angelegt. Ja, Schneetarnung, hallo. Sollen uns doch keiner sehen, was ist denn los? Du hast übrigens fast eben gerade schon wieder gepackt, ne? Als die Kamera nicht lief. Das kann ja nicht sein. Nee. Ja, das ist direkt in der Ecke da. Wichtig ist immer, dass man schön den Popel sieht, wenn er so runterrotzt. Ja, klar. Den Rotzetroppen. Alles gut. Also? So, jetzt brauchen wir erstmal schaufeln. Von hier sind wir gekommen. Und hier soll unser Lagerplatz sein. Und zwar wollten wir 4 Bäume. 1, 2, 3, 4. Dort heben wir jetzt in der Mitte alles aus und bauen überall in die Seiten so Schrägdächer rein. Ihr werdet es eh gleich sehen. Also jetzt ist erstmal ordentlich Schneeschüpfen angesagt. Was noch interessant wird, wenn wir in der Mitte ein Feuer machen, dann wird das ganze Zeug hier oben
ziemlich erwärmt und eventuell wird es viel tropfen. Aber das gehört dazu. Ja, man muss ja alles ein bisschen koordinieren. Bommel, der arbeitet manchmal ein bisschen schluderig. Wir bauen uns hier eine Burg. Ich hab jetzt hier so einen Meter ungefähr. Oh, wie tief ist das denn, ey? Pass auf, jeder macht seins. Ja? Was hinten da? Hey, hey, was denn jetzt? Jetzt doch nicht mehr, oder was? Ne, das muss ja aber nur nicht sein. Aber was ist denn jetzt hier? Ich muss es ja auch irgendwo hinschippen können. Ja, aber nicht dahin. Wo denn? Ja, klar. Merkst du, ne? Ins Feuer. Kann er jetzt nicht? Wenn ich hier stehe, ich werf doch keine 8 Meter dahinter. Die Schipparbeiten gehen fleißig voran, man erkennt schon so ein bisschen was. Niklas hat hier drüben so einen richtigen Sarg gebaut. Hier drüben machen wir jetzt so eine Schneise. Hier kommt später der Mittellagerplatz hin mit Feuer. Das Bommel sein Sofa, erkennt man schon ganz gut. Und hier hinten kommt meins rein. In der Mitte wird halt noch gut was ausgehoben. Ja, das kann sich ja schon sehen lassen. Aber Bommels Schipp ist leider schon kaputt. Schrottscheiße da. Nein! Vor allem guck mal, wie die ist nicht auf wie Bommel, die kriegst du gar nicht mehr ganz. Die ist einfach. Wer billig kauft, kauft zweimal, ja? Scheiß Obi, Alter. Bommel. Ja. Guck mal. Hin. Kaputt! Danke. Oh, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Also in die Mitte soll die Feuerstelle kommen, deswegen heben wir das auch bis zum Grund auf. Es ist viel Arbeit, es ist viel Schnee, aber es ist auch verdammt geil. Ich muss noch ein bisschen was abtragen, ich muss noch ein bisschen mehr in die Richtung. Das heißt, Schippe und los geht's. So, ich habe gut ausgeschachtet. Jetzt muss natürlich demnächst das Tarp aufgebaut werden. Dafür muss ich aber erstmal ein bisschen das Totholz hier beseitigen. Und womit macht man das am besten? Natürlich mit einer Axt. Ich habe diesmal extra die lange große Axt mitgebracht und auch die große Säge. Werdet ihr da gleich im Einsatz sehen, denn Feuerholz wird auf jeden Fall spannend. So, ich habe ein neues Tarp am Start, können wir gleich mal testen. Paracord und jetzt schauen wir mal, was wir hier Feines zaubern können. Die erste Challenge besteht darin, das Ganze mit Handschuhen aufzubauen. Brr, brr, brr. Da an die Stöcker ran? Das ist halt kein Zelt, was du mal so schnell aufbaust. Das ist immer so ein Leben in der Lage-Ding. Hier drüben habe ich noch ein Riesenloch, wo der Wind reinpfeift. Das müssen wir natürlich auch noch zumachen. Oh. Also, ich habe jetzt so eine Mauer gebaut. Und wenn der Wind von hier kommt, dann pfeift er rüber.
Vorher ist halt direkt hierhin ins Tarp reingepfiffen. Aber das sollte jetzt passé sein. Hier ist gut abgedichtet. So, Isomatte, Schlafsack, Biwaksack. Kranplätze müssen verdichtet werden. So. Seit langem habe ich den Biwaksack mal wieder im Einsatz. Schon echt ein bisschen her. Können wir gleich mal wieder testen, wie er sich eigentlich so im Schnee schlägt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr mal ein Review zu dem Schlafsetup hier haben wollt, beziehungsweise zum Biwaksack. Ob das interessant wäre für euch, kann ich da mal was auf dem Gear-Kanal starten. Als letztes noch den Defense 6 rein. Oh, und dann kann die Nacht kommen. Jetzt mache ich das nämlich zu. Kann nämlich keine Feuchtigkeit rein. Und ich kann heute Abend in Ruhe schnubbeln. Was ist los? Hä? Ist er eingeschlafen? Ich war gerade machen los. Das ist halt so richtig stumpf. Na klar. Aber es schallt halt nichts, ne? Das meine ich ja mit stumpf, also vom Sound her. Nun zieh ich wieder in die Straße mit mega wie Junge. At the first we take the setup for the sleeping tonight here in the snow. And then I go with my Schneeschuhe to my car for the Brödel. Wo hierhin kommt zu arbeiten. Alter, hier kommt mal richtig was runter. Ja. Guck mal, hier sind wir eingeschlagen, die Krone vom Baum. Schade, ist leider nicht auf der Kamera drauf. Und, aber da drüben ist gerade ein halber Baum runtergekommen. Hier, neues Spielzeug. Ja, damit können wir ein bisschen Meter machen und hoffentlich das ein oder andere Stück Holz freilegen. Ja, das ist hier feucht drin. Wie verhalten wir uns da jetzt? Vom Feuerholz her meine ich also. Ja, sieht aus, als wäre das die Krone von dem. Ja, glaube ich auch. Ihr seht selbst, plötzlich ist es dunkel. Ja, wir haben halt Winter. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund irgendwie noch ein bisschen was erkennt. Wir haben so ein paar Teelichter aufgestellt. Wir sind gerade noch am Feuerholz machen. Aber es ist stockenfinster irgendwie. Ja, jetzt sieht man hier mal ein bisschen was. Das ist Bommelschelter, meiner in der Mitte und Niklas seiner ist links. Aber die gucken wir uns morgen mal bei Helligkeit in Ruhe an, was sie so für Ausrüstung haben, wie wir es aufgebaut haben. Heute ist jetzt erstmal Ziel Feuer anmachen und dann noch irgendwie was köcheln und was Warmes essen. Und hoffentlich eine halbwegs warme Nacht haben. So, ordentlich Feuerholz gemacht, gespalten. Jetzt ist die Frage, ob wir den Mist hier auch ankriegen. Das pernöseste Loch hat Niklas, ne? Alles klar. Bommel, Alter. Was ist die Funken? Wenn du es so machst, kannst du es auch hier reinlegen und ich halte es in der Hand. Mich stimmt. Jo, warte. Oh, krass, dass selbst hier unten noch der Wind pfeift. Ja. Oder, irgendwie, oder hier an der Seite. Papa, hier noch ein paar spezielle Sticks, die wir hier noch mit reinpacken. Kienspan. Kienspan. Schön Brockenharz. Ich glaube wirklich, dass uns hier der Arsch wegschmilzen wird. Wenn uns der Arsch wegschmilzt, heißt das indirekt auch hier ist Hitze. Ja. Krass, wie viel Luft dann doch noch hier unten lang geht, ja? Das Feuer brennt. So kann man sich's gut gehen lassen. Die Frage ist, wenn wir es so heiß kriegen,
dass oben der ganze Schnee anfängt zu schmelzen und es hier quasi runterregnet. Schauen wir mal. Sehr gern. Wir machen uns gerade schön was zu essen. Ja, ein bisschen hier Nudeln da drüben, feurig scharf, und wir haben noch ein bisschen Tabasco mit am Start, weil es ist draußen kalt, das heißt, man muss auch von innen gut durchbrennen. Ja, vielleicht gibt es noch schön Teechen und so. Bommel, du hast einen Ricola-Tee mit, geil, Alter. Bommel ist auf jeden Fall derjenige, bei dem heute der Rauch immer in die Augen zieht. Was? Der Rauchmagnet. Zeig mal her, ja. Bommel, was ist los? Oh, meine Güte. Oh. Ich will nichts. Wenn du vor allem so einen Löffel Suppe isst und dann ausatmest, pass mal. Wie ein Dampfer, Junge. Gibt's ein bisschen Carbonara, Alter. Alter, mir zieht's. Es ist krass, dass hier immer noch der Wind reinzieht, obwohl wir hier. Wir sind schon 1,20 Meter unter der Erde. Ja, wir sind echt schon 1,20 Meter drin. Ziel sollte klar sein: Die Flasche Tabasco muss leer werden. Immer umrühren hier. Welche ist, die Nase muss laufen. Einfach kaputt. Kennst du keinen Sasquatch? Schreibt mal in die Kommentare, wer von euch weiß, was ein Sasquatch ist. Erklär's doch mal. Ja, das ist ein Dior. Es wird Zeit fürs Bettchen. Es gibt so Momente im Leben, da fragt man sich, warum. Und was macht man hier eigentlich? Ja, das ist schon mal gut. Ja? Das ist schon mal nicht schlecht hier unten. Riecht du gut was? Naja, ich merke auf jeden Fall Wärme. Ich habe jetzt irgendwie keinen Bock, wenn ich ehrlich bin, auch nur irgendetwas auszuziehen. Ich glaube, ich lasse einfach alles an, so wie es ist. Bommel macht es ja drüben auch schon gemütlich. Versucht da irgendwie reinzukommen. Es wird doch nichts. Ich bin hier schon ganz schön weit unter der Erde eigentlich. Ja, das ist schon krass. Überleg mal, du bist bestimmt fast einen Meter tiefer als ich. Ja, auf alle Fälle. Vorne brennt noch ein bisschen das Feuer runter. Gute Nacht, und ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh. Vielleicht aber auch nochmal heute Nacht. Schauen wir mal. Guten Morgen, die Nacht ist überstanden und es hat heute Nacht richtig gepfiffen hier. Es war so krass windig und es ist auch ordentlich Schnee runtergekommen. Ich, Trottel, hatte meine Schuhe natürlich erstmal schön draußen stehen, weil ich dachte, naja, es regnet ja nicht, ist ja Winter, ist ja Quatsch. Die waren jedenfalls schon schön voll geschneit, habe ich gerade schön den Schnee rausgekratzt. Und jetzt schaut euch mal mein Tarp an. Ja, hier sieht alles gut soweit aus, aber... Was haben wir denn hier? Es ist auf jeden Fall ordentlich Schnee von oben runtergekommen, hat sich an einem Tarp gesammelt und hängt jetzt hier auf der Höhe. Ich kann echt Glück haben, dass das Tarp nicht hier aus der Verankerung rausgerissen ist. Ah, hier mal der Blick nach draußen. Die Bäume sehen halt schon richtig krass aus. Diesem ganzen Eis, das da drin hängt, dem Schnee überall. Das hat schon was. Ja, und Niklas, sein Tarp hat sich irgendwie ein bisschen gelöst. Da war der Knoten wohl nicht ganz so fest. Können wir gucken, Biwaksack von innen? Keine Feuchtigkeit im Biwaksack. Achso, wenn ihr übrigens wissen wollt, ne, was das alles für Ausrüstung ist, neues Tarp und so weiter, dann schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein. Da habe ich euch wieder ein bisschen die Ausrüstung verlinkt, die ich so genutzt habe. Und jetzt tanke ich erstmal noch ein bisschen Sauerstoff. So, ich stehe jetzt auf dem Pack zusammen. Bin hier schon wieder voll in Montur mit Schneeschuhen. Hab schon einige Fotos für Instagram gemacht. Müsst ihr auch mal vorbeischauen. Das ist auch ein bisschen so wie Kurzski. Da müsst ihr mal ein 360 mitwagen.
Alter, ja? Den kann ich auf der Rampe stehen. Ich habe ja jetzt auch immer den anderen den Schnee in die Fresse zu hauen. So ein X-Ding kann ich damals auch. Ah, gesehen? Hallo. So, erstmal grinden, grinden. 180, Alter. 180 to X-Swing Grind, Alter. Und schon wieder Schnee. Und zack, wirklich? Auf die Eier gefallen. Gestern war es ja abends schon relativ schnell dunkel. Das heißt, ich habe euch noch gar nicht die wirklich richtigen, fertigen Shelter gezeigt. Ja, alle Akkus sind tot. Das nehme ich gerade mit dem Handy auf. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch schon mal einen Winterbiwak gemacht habt und wirklich so im Tiefschnee übernachtet habt und wie das so war. Und wenn ihr mehr Winterbiwak-Videos sehen wollt, überhaupt Biwaks, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.